Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Fast hätte ich Dragon Age gesagt. Das konnte ich mir gerade noch so verkneifen. Wir sind auf der Suche nach Uran. Wir sollen ihn finden und das werden wir mal versuchen. Die Frage ist, wo müssen wir dafür eigentlich lang? Ich habe keine Ahnung, ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Warte mal, können wir vielleicht... Nee, oder? Können wir da so weit schwimmen? Man müsste ich mal jetzt probieren einfach. Mir wäre jetzt nicht so, als ob das gehen würde. Warte mal, konnte ich nicht auch jetzt hier rüber irgendwie springen? War das nicht so? Ich will eigentlich... Ich würde gerne in die Mitte. Weil da ist ja noch ein kleines Kistlein. Was da so ganz unschuldig auf mich wartet. Aber nö, ich kann da noch nicht rüber. Na gut, dann scheiß mal erstmal drauf. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ach so, guck mal, da hinten geht es sogar noch weiter. Ja, leck mich am Arsch. Wird wahrscheinlich wieder so ein spaßiges Ding wie gerade. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Oh, Moment, was haben wir hier? Ein Fulcrum. Ein Wulgrim. Hierher. Halt die Backen. Hä? Wo ist denn hier bitte oben eine Truhe? Hier kann gar kein... Hä? Ach, unter mir. Ja, das könnte sein. Nee, das ist doch... Hä? Hm. Hä? Hä? Ich bin ein bisschen überrascht. Ich verstehe das nicht. Ich komme da aber sowieso nicht durch. Ah, wobei... Ach, über... Ach so, doch. Da oben ist ein Loch in der Wand, in der Decke. Ja, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. So, zack und zack. So. Dahinde haben wir nämlich ein Trüsche. So, wunderbar. Ich krieg nur den Scheiß hier nicht kaputt. Das kriege ich leider nicht ganz so kaputt. Das ist ärgerlich. Gut, da müsste man eigentlich was mitmachen und... Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon weiterkommen kann. Ach so. Moment. Okay. Den habe ich noch gar nicht hier. Kann ich also auch noch gar nicht machen, das Ding. Dann gehen wir erstmal zu Wulgrim. Komm. Halt die Backen. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Guck mal, wir haben so viel, ohne Spaß, wir haben so viel Kohle einfach nur. Wir kaufen uns so eine ererbte Kiste. Besessene Clown. Und jetzt... Ne? Du hast eine gute. Ach, dafür brauchen wir auch diese komischen Münzen. Ich verstehe. Okay, okay. Und jetzt kann ich nämlich auch besessene Artefakte, besessene Waffen, also die besessenen Waffen kann ich. Ich will runter wieder. Hallo, hallo. Controller? Ja, der Controller hat sich gerade irgendwie abgemeldet. Das ist extrem geil. Finde ich super. Auf jeden Fall mit diesen Waffen kann ich. Die kann ich irgendwie opfern. Also da kann ich andere für opfern. Irgendwie so war das. Ich werde aber mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ich muss den Controller wieder neu anschließen. Bis dann. Bis gleich. Bis dann, bis gleich. So. Nach circa 10, gefühlten 10 Minuten funktioniert das auch wieder mit dem Controller. Komm, wir holen uns das nur so wie Juwelenkiste. Mörderschoner. Super. Naja. Gut. Dann so, dann so. Nee, falsch. Ah doch, wir haben aber auch einen Punkt bekommen. Wo können wir den denn reinpacken? Bei Ernst ist die Chance bei Feinden ein Kitchen Drops oder eine erhöhte Chance auf... Kauf ich. Unsere überirdische Kraft muss definitiv verstärkt werden. So, pass auf. Nein, ich will jetzt hier hin. So. Die habe ich nämlich bekommen. Und hier kann ich verbessern. Da kann ich jetzt alles reinballern, was ich will. Bis auf den Hammer zum Beispiel. Oder bis auf bestimmte Dinge.
Da kann ich sogar... Ach komm, die Sensen kannst du auch hermachen. Na gut. Okay. Okay. Ich nehme da alles an, was geht, ne? Aber wir verbessern die einfach mal. Wir haben ja jetzt... Wir haben hier genug Schund. Ich muss aber mal gucken. Ich bin da immer ein bisschen unsicher. Grimmige Sense des Schocks. Die benutze ich nämlich gerade, weil da bin ich immer ein bisschen... oder möchte ich gerne vorsichtig sein. Nicht, dass die dann da irgendwie auch... Aber die sind hier, glaube ich, gar nicht mit bei. Gut. So. Und Blitzschaden macht die jetzt auch. Dann kommt kritischer Trefferschaden. Ich weiß gar nicht, kriegen wir die überhaupt stärker? Nee, ne? Wobei das halt ein schneller Angriff ist. Da muss man natürlich gucken, was da der Unterschied ist. Zwischen schnell und langsam. Keine Ahnung. Das Coole ist, die Zweifwaffe geht hoch, obwohl das offensichtlich schlechter ist. Wobei, nee, ach, scheiße, ich werde da jetzt nicht alles reinballern, weil ich das dann sowieso nicht benutze. Gut, dann waren wir hier bei Vulgrim. Verkaufen? Will ich verkaufen? Muss ich mal kurz überlegen. Nein. Ich habe eh so viel Kohle. Ach, hier ist Oran schon. Oh Mensch, war jetzt nicht so schwer. Stört meinen Schlaf. Ein Fleischling in den Schmiedelanden. Du siehst weder wie ein Engel noch wie ein Dämon aus. Als ich zuletzt erwachte, waren sie die Kinder der Schöpfung. Aber deinesgleichen kenne ich nicht. Wie lange hast du geschlafen? Wie lange? Das weiß ich nicht. Aber ich scheine nur die Hälfte meiner normalen Statur zu haben. Wenn die Kreation schläft, wandert der Stein. Vielleicht kannst du mein abwegiges Selbst finden und zu mir zurückbringen. Wie kann ich das tun? Nimm das. Fragment von Orans Herzstein. Oran, ein verlorener Wächter, hat dir sein Herz gegeben. Damit musst du seine Körperteile reanimieren, um ihn wiederherzustellen. Ein Teil von mir, um den alten Stein zu erwecken und ihn ans Leben zu erinnern. Wie soll ich dich nennen? Oran wurde ich in Fleisch genannt, doch in Stein habe ich keinen Namen. Okay. Juhu! Ich dachte, das wäre es dann schon gewesen, aber nein, da kommt natürlich eine neue Mission raus. Das finde ich super. Nicht? Gut. Ach so. Achso, das ist eine, die ich nicht auf aktiv setzen kann, alles klar. Alia hat dich gebeten, den Hammer ihres Bruders zu suchen, den er schon im Spiel verloren hat. Okay. Dann mache ich das. Also das mit den Beinen, Arm und so weiter, das ist halt so dann offensichtlich eine nebige Nebenquest. So. Schwarzenwurz. Dann reisen wir nochmal hier hin. Die werde ich jetzt aber auch nur so... Das ist wie mit den komischen Steinen finden. Die weiß ich irgendwie auch nicht wirklich. Also nicht aktiv zumindest. Aber wir können ja mal versuchen, den Schmiedehammer hier zu finden. Wenn wir eh schon gerade auf dem Weg sind, ne? Ich glaube, ich möchte hier vorbei... Das Problem ist, wo muss ich lang? Muss ich jetzt hier lang? Das könnte sein. Ach, geh doch mal weg, ihr Kackviecher! Lasst mir schon Ruhe. Oh. Ich fall hier mal so freiwillig runter. Okay, hier hoch. Zack. Dann gehen wir einfach hier rein und dann muss ich mal den Hammer suchen. Was? Was? Hä? Was ist denn da jetzt alles aktualisiert worden? Willst du mich verarschen? Ja. Ja. Die habe ich ja gefunden. Ach so, ich dachte, bring den Hammer. Würde ich schon sagen, wie soll ich den Hammer bringen? Ich habe den noch gar nicht. Meine Güte. Na dann. Moment, hier ist eine Truhe.
Die wird mir so einfach nicht entgehen, ja? Vielen Dank für noch mehr Geld. Juhu, juhu. Ich muss sagen, die Sensen, also diese besessenen Sachen, die kann man dann halt verbessern. Aber ich muss echt sagen, die sind irgendwie scheiße. Also die eine Waffe finde ich jetzt nicht so cool. Okay. Aber ich finde gut, dass sie mal wieder was anderes tragen, nicht immer den gleichen Schmarrn. Gut. Ich würde sagen, ich muss hier durch und dann komme ich da dann... Oh, Moment. Komme ich da dann wieder raus. Zack. Brauche ich nämlich wieder 20 Stück. Dann kann ich mir noch so ein Ding holen. Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Ah, da. Da komme ich raus. Moment. Ich bin eigentlich hier durch. So. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher mit Rätseln zu tun hat, als mit Kämpfen. Ich weiß nicht, irgendwie könnte ich mir das halt vorstellen. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, aber es wäre cool, wenn es so wäre. Dann können wir mal ganz gechillt hier ein bisschen spielen. Muss ich mich auch nicht mal aufregen, ist ja nicht gut fürs Herz. Okay. So. Geht's auch nicht, weil irgendwo musst du hier weitergehen, willst du mich verarschen? Hm. Hier geht's überhaupt nicht weiter. Das ist jetzt ärgerlich. Sieh nach, was du finden kannst. Los, du blöder Vogel. Warum? Verstehe ich nicht. Der schwimmt, der fliegt bis da nach hinten, okay. Das bringt mir aber rein gar nichts, wenn er da hinten ist. Ha. Ja gut, ich würde sagen, damit hat sich die schon mal erledigt, weil ich gar nicht weiß, was ich hier tun soll. Hm. Naja. Das ist jetzt schon interessant. Verdammt, ich kann den nicht töten, ist doch scheiße. Na gut, dann gehe ich wieder zurück. So, kommen wir da vielleicht hin? Nein, natürlich nicht. Ich werde schon da durch müssen wahrscheinlich, um weiterzukommen. Ich weiß nur nicht genau wie. Hm. Das Vögelchen ist mir jetzt auch nicht unbedingt die größte Hilfe, muss ich mal gestehen. Dann setze ich einfach nur irgendwo hin und ja, das war's. Obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss hier rechts lang. Ich weiß auch nicht. Hm. Obwohl da oben müsste auch irgendwas sein, aber ich komme da ja nicht hoch. Das ist das Problem. Ich komme ins Wasser und ich hätte auch mir auch denken können, dass im Wasser vielleicht irgendwie eine Höhle ist, die mich dann weiterführt, aber wenn dem so ist, dann habe ich sie leider nicht gefunden. Moment. Ha. Hier geht es auf jeden Fall noch ein Stück nach unten. Und dann geht es hier lang, siehst du? Recht gehabt. Frage ist, wo ich jetzt bin. Ah.
Moment, 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 da gibt's eine Truhe. Die nehmen wir natürlich mit. Die Verlieskarte, vielen Dank. Diese Truhe lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ja, so. Waren die schon die ganzen liebevollen Gegner? Ach, guck mal, da kommen sie. Ja! Bam! Die Gegner, ganz ehrlich, die finde ich viel geiler, weil die sind schneller zu töten. Und schon ist er tot. Juhu. Okay, wenn man da kommt, ich gerade nicht weiter. Okay. Okay. Muss irgendwie da hochkommen. Aber die Frage ist, wie komme ich da hoch? Dürfte wohl nicht ganz so einfach sein. Naja, gut. Erstmal hier lang. Was haben wir denn hier? Ach, nix. Cool. Einfach nur ein Wasserbecken. Geil. Okay, hier muss ich aber, glaube ich, rein. Problem ist, ich komme nicht mehr rein. Joa. Ist auch cool. Das ist voll das Brainfuck-Level, ey. Man kommt da immer nicht weiter. Total bescheuerter Scheiß hier. Nee. Soll ich vielleicht so durch? Nee, kann nicht sein, vor allem wenn der Spasti. Boah, das hasse ich so bei Tod. Der springt einfach nicht hoch, wenn ich sage, er soll springen oder an der Wand. Springt erstmal einen halben Kilometer weiter runter. Er soll hier lang. Und der schwach, dann springt er nicht zur Seite. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Ich glaube nicht, aber. Ja, wobei, doch, könnte funktionieren, theoretisch. So. Wisst ihr, das funktioniert. Wenn der gute Tod auch mal mitmacht, dann läuft's. So. Okay. Was uns hier unten erwartet, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein.